So, hallo, wir machen weiter bei Among Us. In unserer 6er-Konstellation noch. Counter scheint so ein paar Internetproblemchen zu haben. Da bitte nicht wundern, falls der mal nur stockend zu hören ist oder durch die Gegend laggt im Spiel. Er ist deswegen nicht automatisch gleich im Imposter. Aber vielleicht ist er es ja. Wir werden sehen. Okay. Ich würde sagen, sollen wir jetzt die Tasks erhöhen oder sollen wir sie so lassen? Mach die mal noch höher, ja. Was erhöhen wir? Erstmal nur eine mehr, würde ich sagen. Eine lange, aber mehr. Okay, eine lange mehr. Ja. Gut, eine lange mehr ist drin. Das ist fair. Wow. Gut, dann starten wir und gucken, was passiert. So, ich bin mute. Und ich bin... Uff. Okay. Okay, wir haben gelernt, wir dürfen nicht gleich durch die Vents wuseln. Ne, das ist nicht so gut. Deswegen, yo. Warum bleiben die da alle stehen? Was ist mit denen los? Man weiß es nicht so genau. Ich gehe jetzt erstmal an meine Schachtelaufgabe. So, ich mache jetzt meine Schachtelaufgabe. Da werde ich jetzt wieder eine Zeit lang mich erstmal aufhalten. Möchte ich fast sagen. Dann habe ich hier auch einen schönen Vent. So, ich stelle mich jetzt hier eine Weile hin und überlege mal, was das Leben schön ist zum Beispiel. Überlege ich auch. Aber wir könnten eigentlich direkt mal... Ich meine, es sind ja welche da, dann kann ich mich gleich mal positionieren. Dann habe ich jetzt auch nicht die Schachtelaufgabe machen können. Wurde abgebrochen. Doof. Na, so, hier. Zack. Okay, Reaktor passt wieder. Ich gehe zurück zu meiner Schachtelaufgabe. So. Und jetzt kann ich die Schachtelaufgabe weitermachen. Bis die nächste Sabotageaktion kommt. Leider schaffe ich dann wieder meine Schachtelaufgabe nicht. Schade. Ne? Ist richtig ärgerlich. Ach, das gibt es doch nicht. Mensch. Was ist denn hier nur los? Soll ich killen? Ist es jetzt gut zu killen an der Situation? Eigentlich nicht, ne? Erstmal mit ihm zusammen hier runter. Dann sehe ich auch mal, was man hier machen muss. Ah, das ist einfach der Code. 77498. Okay. Oh Mann. Was macht denn nur dieser Imposter mit uns, ne? Ständig macht er irgendwas. Habe ich jetzt meine Schachtelaufgabe geschafft? Ja, vielleicht. Dann mache ich mal eine Wire-Aufgabe. Da gibt es ja auch viel zu tun. Da gibt es ja richtig viel zu tun bei diesen Wire. So, hier. Jetzt brauchen wir nicht gleich wieder sabotieren. Ich mache hier mal eine Wire-Aufgabe. Muss halt echt aufpassen, weil die ja die Tasks ganz schnell erledigen. Ist dann schon kritisch. Wenn ich jetzt hier reingehe und wente, bin ich weg. Das ist dumm. Will ich nicht. Das ist unklug. Das ist sehr unklug. Wann mache ich meinen ersten Kill? Geht Benny mit hier hoch? Oh Gott, hier ist Rasierer. Da kann ich auch nicht killen. Die sind immer zusammen. Was war hier eigentlich? Weiß ich gar nicht. Nix. Kann hier nicht killen. Aber die machen ihre Tasks. Keine Chance. Wann setze ich denn jetzt meinen ersten Kill und bei wem und wie und Hilfe? Ich werde jetzt mal von hier oben versuchen. Jo, wir sind... Kein einziger Kill. Ihr seid viel zu schnell in euren Tasks. Ich habe keine Chance gesehen zu killen, verdammt. Oh mein Gott. Ah, schlecht. Schlechter Imposter. Ja, moin. Ja, es war schwierig, einen Anfang zu finden. Ich hab dafür ein bisschen sabotiert, aber das hat mir nicht viel gebracht. Vielleicht ja, noch eine kurze Task mehr? Ja, das hätte ich auch gesagt, ja. Ja, können wir gerne machen. Aber ich glaube, dann würde ich das erstmal so lassen. Mhm. Von den, hättest du mich nicht easy killen können, wo wir vom Reaktor zu O2 gegangen sind? Da war sonst niemand. Ja, aber man weiß ja dann nicht, man ist ja, das Problem ist, du bist ja der Einzige praktisch, der und dann komme ich daher und dann läuft jemand dahin zurück und dann liegst du da, so. Das ja, aber so uns hat kein Mensch gesehen. Also erst, wo wir beim O2 standen, kam, glaube ich, Rasierer von links. Ja, aber ich meine, also, trotzdem sind wir die Einzigen, die... Also die sehen ja
Alle laufen ja da unten hin und die sehen ja, dass ich dann von der Ecke komme. Dann geht einer nachher dorthin zurück und dann liegst du da. Das ist so. Ich weiß nicht, ist, das sind so Gedanken, die ich dann da habe. Okay. Weil das also mir schon öfter passiert ist. Ich behaupte, das hätte keiner mehr nachvollziehen können, aber okay. Okay, dann werde ich das mal probieren. Das war schon eine Distanz. Es gibt so eine bestimmte Distanz in der Mangas, über die man noch, glaube ich, zurückverfolgen kann, wo jemand herkommt. Und das wird, schätze ich, als länger ein, aber gut. Ja, okay. Das ist auch länger. Ja gut, wir werden sehen, wie ich mich als nächstes Mal beim Imposter... jetzt bin ich zweimal Imposter gewesen, jetzt werde ich es auch noch ein drittes Mal. Schau mal, wer war jetzt eigentlich noch gar nicht Imposter heute? Ich. Okay, ja, wird's mal Zeit. Alle bis auf ich und du, Conne. Der Counter war auch noch nicht Imposter, oder? Ja. Ich habe gesagt, alle bis auf ich. Benny war bisher am häufigsten Imposter. Der hat im Moment die. Der führt es, im Moment es die. Waren tatsächlich, es waren tatsächlich bisher nur du und Benny Imposter. Das ist. Oh, stimmt. Das ist ja belastend. Ja, dann gucken wir mal, dass jetzt jemand anders wird. So, los geht's. Ich wette auf meinen Bruder. Alles klar. So. Okay, ich bin schon mal nicht Imposter. Das ist schon mal einfacher zu spielen. Vor allem am Anfang kann ich direkt hier mal zack, so, herzlichen Glückwunsch. Okay, was haben wir noch? Nix weiter hier. Ach, Reaktor da oben wieder. Ganz ehrlich, da gehe ich mal hin, wenn wir irgendwelche Switches... Ach, das ist so... Es ist echt eine schwierige... Also... Irgendwie ist es schon eine schwierige Map. Ich springe die ganze Zeit hin und her zwischen die Map... Oh, das haben wir noch nie gemacht. Was ist das denn? Hä? What? Aha. Muss ich das suchen, was da anzeigt, oder was? Okay. Was war da eine Kanne? Pflanzen gießen, Treibhaus. Was? Ach so, jetzt habe ich die Pflanze, die Kanne gefetcht und jetzt kann ich da dann im Treibhaus die Pflanzen gießen, oder was? I see. So, das waren die Wetterdaten. Ah, hier ist auch gleich noch. Das kenne ich noch gar nicht. Gleich mal. Ah, okay, das ist das ganz normale Wegwerfen. Haben wir das auch gelernt. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier... Ah, okay, das Ding gibt's hier auch. Dann haben wir hier den 66368. So. Jetzt haben wir da oben Pflanzen gießen. Ah. Muss ich alle gießen? Ach so. Einfach nur alle anklicken. Und dann haben wir... Ah, das kenne ich auch noch nicht. Benny, du wirst doch nicht ein viertes Mal Imposter sein. Nee, scheinbar nicht. So, jetzt kann ich... Ist unten schon? Ja, die Diagnose ist durch. Dann kann ich da wieder runterlaufen. Und laufe wahrscheinlich über die nächste Leiche. Nee, hier liegt niemand. Okay. Gut. So. Jetzt habe ich nur noch Strom umleiten. Zu Admin. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin und dann muss ich zu Admin zurück und dann... Gut, mache ich als Geist, geht schneller. Okay. Den haben sie doch jetzt, oder? Den kriegen sie doch jetzt. Also, oh. Da liegt ein toter Conan im Gang von Locker Room zu Communications. Scheinbar haben sie nicht gesehen, verdammt. Also im Eingang zum Locker Room. Aber es war echt also schnell. Also vor, es war echt vor schnell. Dem, vor diesem tot und langen Gang, wo man zum Reaktor kommt, meinst du? Nee, noch kurz davor. Also in dem Raum davor. Ja, genau, in dem Raum davor lag er, also in dem Locker Room. Genau. Okay, ich habe nämlich quasi gerade... im Eingang. Okay. Verstanden. Interessant. Ich war gerade an Conne vorbeigelaufen. Ich war gerade auf dem Weg zu Launchpad. Du bist an mir vorbeigelaufen, genau. Kann ja noch nicht so lange hier gewesen sein. Ich war die ganze Zeit da. Ich hab schon mal für Skip gewotet, weil ich sehe, dass die Tasks schon wieder fast fertig sind. Ja.
Ich habe meine Task schon fertig. Schon wieder ist, ich bin auch fast durch. Das ist, wir brauchen unbedingt mehr Tasks. Das ist ja grausam, wie schnell wir fertig sind. Die Imposter sind einfach zu schüchtern. Ja, aber wir haben zu wenige Tasks immer noch. Also wir brauchen mehr. Es ist halt echt schwierig hier anzufangen. Und wir machen zwei Imposter. Aber dann geht's wieder zu schnell, ne? Die Tasks hier gehen irgendwie so schnell. Ich weiß auch nicht. Echt schwierig. So, als Geist wird's jetzt ja richtig easy. Da kann ich ja von hier zu Admin rüber schweben, regelrecht. Das ist ja super angenehm. Hier, zack, und schon bin ich da. Und Laufweg wäre das einfach mega viel zu laufen. So, das war alles. Meine Tasks sind fertig. Jetzt kann ich noch ein bisschen Reki verfolgen, was er so treibt. Wo ist er denn? Ne, da ist Counter. Wo ist Reggie? Wo ist mein Imposterio? Leonard, der muss an den Anfang zurück. Ich hoffe, da ist nicht Reggie, weil sonst ist er tot. Oh! Hallo, Kollege? Ist es gerade dunkel? Ach so. Okay. Also, ich hab Rasierer beim Launchpad gefunden. Ich habe kurz überlegt, ob ich den reporte. Ich wollte gerade sagen, nein. Wieso hast du den reportet, aber du hast einfach fertig gemacht, ja. Nein, ich mache jetzt meinen Task. Reggie. Ja, ich hatte keine Chance. Ich war aber echt zu schüchtern, ja. Ich bin gerade an Conan vorbeigelaufen. Hm? Ja, was mit einem Messer. Mit einem Messer bist du an mir vorbeigelaufen. Hast mir mal kurz das Messer gezeigt. Da von der Nähe nicht so schön aus. Das schöne Messer vom Aldi. Okay, ja, wollen wir die Tasks noch weiter erhöhen? Ja. Nein. Hat gesagt, ja. Wer hat Nein gesagt? Nein. Doch, Benny? Doch. Ich kann gar keine kurze Aufgabe mehr dazu machen. Kann ich nur noch... Nee, Aufgaben für alle. Kann ich kann nur kurze Aufgaben. Okay, dann machen wir Aufgaben für alle eine dazu. Ja. Oh Gott. Ja, hilft ja nichts. Also, das ist es geht halt echt schnell. Also, wenn wir meistens die Tasks gewinnen, ist das ein Zeichen dafür, dass es zu viele sind. Ja. Ich habe überlegt, ob wir zwei Imposter machen sollen, aber ich glaube, das geht gar nicht bei 6. Ne? Ich glaube, wenn ich jetzt auf Imposter Plus gehe, macht der Limit 1. Ja. Das geht nicht. Du kannst erst ab 7 Leuten, glaube ich, zwei Imposter machen. Ja, okay. Ja, kannst du. Ja, gut. Wir rennen hier extrem schnell durch die Tasten. Ich meine, wir könnten den Kill-Cooldown noch runtersetzen, aber. Ja, mindestens noch 25, aber mehr nicht. Ja, würde ich auch sagen. 25 ist okay, glaube ich. Machen wir 25, hoch. So. Jetzt nochmal eine Runde starten, würde ich sagen. Ich weiß auch, als ich Benny killen wollte, da war mein Kill-Cooldown. Ich dachte, der muss doch längst schon abgelaufen sein. Nee, immer noch nicht. Deswegen hatte ich Glück, dass er da noch stand. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, starten wir einfach. Start und mute. Genau. So. Oh no. Ich meine, ich habe es mir ja gerade selber leichter gestellt. Es gibt jetzt mehr Tasks. Und ich habe schnellere Killmöglichkeiten. Aber uff. Warum laufen die immer? Wirkt es bei mir nur so oder wieso laufen die nicht los? Ich bin echt immer irritiert, wenn ich das so sehe. Aber gut. Irgendwie warten die immer so ein bisschen. Vielleicht gucken die auch erst auf ihre Karte. Ich weiß es nicht. So, ich habe hier dieses Ding hier mit den Schüssen. Ich muss mir jetzt mal so ein bisschen merken, was ich habe. Ich muss das hier mit den Schüssen machen. Genau, hier dieses... Ah, die Asteroidenräume. Welches ist jetzt die Aufgabe für alle? Vertragen? Ich bin... Filter säubern, Artefakt sammeln, Daten bearbeiten. Ey, ist ganz schwierig, ne? Wenn ich jetzt hier kille, ich weiß nicht, das ist doch so sofort sass. I don't know. Ich muss pflanzen. Ach komm, ich muss pflanzen. Muss ich Pflanzen gießen? Das ist was alle machen müssen. Und wenn ich es jetzt mache und sage, ich muss das machen, mache ich mich sass, weil es nicht alle machen. Das ist ganz schwierig. Okay, geht's hier rein. Dann versuche ich irgendwo zu killen und dann versuche ich hierhin zurückzugehen. Oh shit, hier sind zwei. Beide gehen sie weiter. Okay. Und jetzt zurück. Wo kam ich her? Hier kam ich her. Oh no.
Okay. So. Also ich glaube, so muss man das machen, ne? Dass man ventet und dann, Dings. Was war denn hier nochmal? Was musste man denn hier machen? Scheiße, wenn ich es jetzt erklären muss, weiß ich es nicht. Fuck, was war denn das? Ich hab's gerade noch machen müssen. Was war denn das, was ich hier tun musste? Echt vergessen. Menschenskinner. Benny ist da oben alleine rein, ne? Das war unklug. Wenn jetzt einer mir entgegenkommt, ist das ist vorbei. Ich wire hier mal. Dann kill ich ihn auch noch mit. Ich kill ihn einfach gleich mit. Scheiße. Oh, zwei schon. Ich bin mir zu 95% sicher, das war Conan. Folgende Begründung. Ich stand am Lock, wo man sieht, wer über welche Druckplatte gelaufen ist. Und ich habe Folgendes gesehen. Conan ist über die Norddruckplatte gelaufen. Er ist sofort wieder über die Norddruckplatte gelaufen. Ich wusste halt, dass er vorher im nördlichen Bereich war. Also er ist halt aus dem nördlichen Bereich rausgekommen, sofort wieder umgedreht aus irgendeinem Grund. Und da habe ich mal geguckt, was Conan dazu bewegt hat, wieder umzudrehen. Und dann lag da halt eine Leiche in Admin. Und Conan war nirgends mehr zu sehen. Okay. Conan mittlerweile Übungen hat. Conan war bei mir im Storage. Ich habe gerade die Wiring Task gemacht und Conan war da genau bei mir. Richtig, wir waren gerade da unten. Ich bin umgedreht, weil ich gemerkt habe, dass ich da noch eine Task habe. Moment. Du hast ihn ganz am Ende beim Storage, beim Wiring gesehen? Ja, er war direkt bei mir. Ja, Dennis ist auf jeden Fall Conan, also der kann so schnell nicht da runtergekommen sein. Also nicht ohne über die Druckplatten gegangen zu sein und der ist nicht über die Druckplatten gegangen. Okay. Ich bin über die Druckplatten gegangen. Okay. Ich bin da runtergelaufen. Ja, dann wärst du mir entgegengekommen. Also steht in direkter Kontradiktion zu dem, was ich gelesen und gesehen habe. Also ist auf jeden Fall Conan. Also ich glaube eigentlich, dass er mich ziemlich gut killen hätte können, aber wahrscheinlich war der Kill-Cooldown dann einfach noch nicht. Das musst du jetzt aber gleich nochmal erklären, weil ich bin runtergelaufen. Okay. Ich habe hier keine Möglichkeit. Nee, definitiv nicht, dann wärst du mir entgegengekommen. Also wovon redest du jetzt genau? Du redest jetzt von Admin runterlaufen, oder wie? Genau, ich habe Folgendes gesehen. Also ich war ja auch noch oben bei Admin gewesen, bei Greenhouse, und ich meine, da hatte ich dich irgendwo gesehen. Ja. Dann war ich runtergegangen. Dann war ich zu dem Log gegangen, wo drauf steht, wer rübergegangen ist. Hatte gesehen, dass zum Beispiel Reggie war, glaube ich, von unten links nach unten rechts gegangen. Hab noch ein paar andere Sachen gesehen, habe unter anderem gesehen, dass Conan die obere Schleuse passiert hat. Da dachte ich so, okay, jetzt geht er bestimmt über die Südwestschleuse oder über die Südostschleuse. Er ist aber nochmal über die Nordschleuse gegangen, was ja heißt, dass du umgedreht bist. Weil ich noch den Task oben hatte, genau. Genau, dass du wieder nach Norden gegangen bist. So, ich bin direkt in dem Moment, wo ich das gesehen habe, aus meinem Ding rausgegangen und bin nach Norden gegangen. Du bist mir da nicht entgegengekommen. Und von welchem Ding? Von Communications oder was? Ich bin von Communications sofort losgegangen. Also, ich bin ja runter zu Reggie gelaufen, der in der Cafeteria war. Aber und du hast nicht die Leiche gesehen, die am Anfang zu Admin, am Eingang zu Admin lag. Noch niemand. Ja, das kaufe ich dir nicht ab, Conan. Also das klingt für mich alles plausibel, ich habe auch gesehen... Das passt zeitlich nicht, das muss Conan gewesen sein. Ja, also das stimmt auch überein. Ich habe ja gesehen, wir sind ja zusammen runtergelaufen vom Greenhouse. Und ich habe auch gesehen, du bist nach links abgebogen, ich bin nach rechts abgebogen. Also und Conan ist wieder umgedreht. Conan ist wieder umgedreht, das hatte ich gesehen beim Doorlock. Und das kam mir nämlich komisch vor, deswegen habe ich mal geguckt. Und da lag halt genau am Anfang von Admin eine Leiche. Conan war nirgends mehr zu sehen und ist dann plötzlich und ohne Erklärung unten rechts aufgetaucht. Wo er mir halt hätte entgegenkommen müssen. Also sorry, Conan. Okay. Okay. Das muss mir aber gleich nochmal erklären. Wenn das war das... Ich bin definitiv nicht gewendet. Doch. Also, gewendet bin ich bei dem ersten Kill. Nicht gewendet? Ich bin definitiv nicht gewendet. Ich bin zurück zu Benny Boy, das ist richtig, und dann bin ich aber runtergelaufen. Okay, dann muss das so ein knappes Ding gewesen sein. Also, beim ersten Kill bin ich gewendet. Da war ich von Balcony bin ich gewendet, habe dann in Laboratory jemanden umgebracht. Ich glaube, es war Rasierer. Mhm.
Ja. Dann bin ich zurückgewendet, aus Balkon rausgelaufen, bin hoch und habe da bei Greenhouse mich ein Okay. bisschen aufgehalten, ein bisschen einfach versucht, einen Task zu machen und dann versucht mich zu erinnern, was es für einer war, um zu erzählen, was ich da gemacht habe. Okay. Und dann bin ich runtergelaufen, dann war Benny Boys in Admin rein, dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist der alleine, ich gehe kurz in Admin mit rein und habe ihn gekillt und bin zurückgelaufen zur Okay, Cafeteria. dann kann ich dir erklären, was passiert ist. In dem Moment, wo ich das Doorlock geschlossen habe, bist du über die Nordschleuse gegangen. Das habe ich dann nicht mehr gesehen, weil ich das Möglich. Doorlock geschlossen habe und runtergegangen bin. Und du bist genau in dem Moment schnurstracks nach unten rechts gelaufen. Und ich bin quasi eine Sekunde später von links hochgekommen. Ja, also es lässt mich So trotzdem muss es gewesen weiterhin sein. sus wirken, aber ich bin tatsächlich nicht gewendet. Okay. Gut, du warst trotzdem halt mega sus, weil ich Ja, halt na gesehen habe, klar. dass du wieder nach oben umgedreht warst und da genau da lag halt eine Leiche. Ja, Also ich hätte dich so oder so nee, rausrotten lassen. klar. Erstmal dreimal Benny, dreimal Conan und einmal ich. Also ich sag's dir nur ungern, bei den ganzen, wie soll ich sagen, Detektivarbeiten hier. Ich glaube, wenn ich gleich irgendwann mal Imposter sein sollte, ich traue mich da überhaupt nichts. Ja, so ging es mir aber auch. Das ist Ja. genau das Ding, Counter. So ging es mir auch. Das war aber auch wieder nur Du. Glück, dass ich zufällig gerade am Doorlock Dass stand ihr aber auch die und ganze das Zeit diesen gesehen habe. Doorlock Ich guck da nicht, ich guck da anschaut, nicht ständig drauf. Das war jetzt, glaube ich, das dritte Mal insgesamt, dass ich da überhaupt drauf geguckt habe. Aber immer Aber bei man sieht Conan. halt immer die interessantesten Sachen auf diesem Doorlock. Das ist super informativ. Also, ihr könnt euch bitte mal alle verteilen und einzeln aufstellen. Dann kann ich. Aber nur Und wenn du keiner dann ins Imposter Doorlock. bist, natürlich, ansonsten Dann machen nimmt wir aber es nicht. alle meine Ja. Cash. Okay, aber ich denke, tasktechnisch ist es jetzt in Ordnung, ne? Ich denke schon, Und ich hatte ja. auch gut Möglichkeit, zweimal zu killen, also das war okay. Ja, ich denke Auch auch. wenn der zweite Kill dann schneller aufgeflogen ist. Der erste war Das war aber safer. auch nur Pech. Also da war halt niemand. Wäre ich halt nicht wirklich drauf gekommen, dass ich da nochmal wieder hingehe, hätte die Leiche auch erstmal keiner gefunden. Ich glaube, du wärst Ja. tatsächlich damit davon gekommen. Ja, ich war auch, ich hatte, mein Cooldown war fast zu Ende. Ich war eigentlich drauf und dran, noch Reggie zu killen, aber dann kam der Dings. Der Report. Sonst hätte ich noch den dritten mitgenommen. Okay, nächste Runde. Dann hätte ich vielleicht auch nicht gesagt, dass du bei mir warst, dann wärst du vielleicht nicht aufgeflogen. Ja, das Ding ist, das wäre ja plausibel gewesen. Also, tatsächlich das, was Conan erzählt hat, das stimmte ja. Also er ist ja nicht gewettet. Ja. Ja, aber das mit dem Umdrehen, da muss ich das. Das ist richtig, dass ich da blöderweise beim Genau. Umdrehen die Druckplatte zweimal sozusagen mitgenommen habe. Ist schon doof. Genau. Und das war halt mega sus. Und da dachte ich so, Dachte, und ich kann dann es mit ist meiner mein Alarm. Schusseligkeit so rausreden. Ach, ich habe gemerkt, da ist noch eine Task. Dann bin ich nochmal umgekehrt. Ja, Aber. aber genau da lag halt die Leiche und deswegen Ja, habe ich es halt nicht mehr na abgekauft. klar. Das ist Sonst es. hätte ich das wahrscheinlich sogar abgekauft. Okay. So. Na Nächste egal. Runde. Nächste Runde. Neues Glück. Ich werd's. Wer ist diesmal Imposter? Okay, ich nicht. Ist schon mal gut. Ich nicht. So, aber ja, guck mal, ich bin der Einzige, der immer sofort losläuft. Entweder das sieht bei. Oha! Wir gehen gleich mal in den Reaktor. Was ist das denn? Das ist ja eine ganze Ansammlung an Tasks. Es kam keiner mit, dann habe ich auf jeden Fall erstmal meine Ruhe. Hier ist Simon Says, ne? Dauert 3 Jahre. Kann ich jetzt erst Simon Says bitte machen? Ich gehe gleich hin. So, ich gehe schon hin. Ich wollte erst Simon Says machen. So. Dann haben wir hier den Kollegen, dann haben wir hier den Kollegen. So, dann habe ich hier jetzt alle drei gemacht. Okay. Waren jetzt 4 Leute oben, oder? Willst nicht eine Leiche finden? Ich habe da keinen Bock drauf. Ich will einfach meine Tasks machen. Lasst mich einfach meine Tasks machen, please. Oh, Licht ist aus. Was Licht ich aus? Das Licht juckt mich eigentlich nicht weiter. Aber wenn ich. Okay, wenn ich hier eh schon eine Task habe, kann ich das Licht auch wieder anmachen. Ist jetzt nicht so schlimm. Oh, verflucht! Ja, genau! Self-Report! Hey.
Oh, das ging fix. Also zuallererst möchte ich sagen, dass Reggie safe ist, weil auf dem Scanner habe ich gesehen, warten auf Reggie und ja, das macht ihn ziemlich okay. Safe. Also in der Nähe vom Scanner lag gerade Conan. Wenn man auf dem Scanner ist, dann sehen auch die anderen, dass der Scanner aktiv ist, oder? Genau, also zumindest wenn du ein schon. Anderer Innocenter bist, der komplett in der Nähe vom Scanner hat, dann kannst du den ich? Halt nicht verwenden. Also du stehst du dann quasi davor, drückst auf den Knopf und dann steht da was von wegen, du bist in der Warteschlange. Dann weißt du, dass der, genau. dass der auf dem Scanner auf jeden Fall innocent ist und den Pass auch hat. Okay, weil ich habe Rasierer gesehen, dass er davor stand, aber er war doch gar nicht in Medbay, gesehen, dass er gescannt wurde oder so. Er stand einfach nur rum. Ich habe gewartet, genau, was für in der Nähe weil du gerade drauf hast. Okay, dann klingt das plausibel. Was nützt ihm das denn jetzt, wenn er sagt, er war ganz woanders? Genau. Also ich habe leider, weil das Licht aus war, hatte ich sonst niemanden gesehen, aber wie gesagt, Conan lag da halt. Wo denn? In der Nähe von Medbay. Hä? Du hast mich bei... Okay. Nützt ihm das jetzt was? Jetzt bin ich aber gespannt. Benny Boy. Das ist eine interessante Strategie, zu sagen, der war ganz woanders. Ja, ich... Also ich war es nicht. Ich war die letzten 10, 20 Sekunden noch in Reaktor geführt. Das kann genau, wenn jetzt jemand anders in Medbay gerade war in dem Moment, das weiß er doch gar nicht. Als weggegangen war, hatte ich dich dann noch sehen. Das ist ja super riskant. Davor hatte ich mit verkackt hat, genau, und davor hatte ich mit Conan den Reaktor gemacht. Und dann war ich halt rausgegangen und dann war ziemlich bald das Licht ausgegangen. Und dann weiß ich noch, dann war ich noch zum Launchpad zurückgegangen, weil ich da den hier diesen Countdown zurückgemacht habe. Und als ich dann wieder zurückkam, hatte ich Conan halt tot gefunden. Und du hast das Licht ausgemacht? Nein, habe ich nicht. Nicht? Nee, dann wäre ich. ich meine angemacht. Entschuldige. Nee, ich war nicht auch beim Licht. Nee. Okay. Ich war in einer komplett anderen Richtung. Ich war gerade beim Launchpad und dann war ich beim Medbay und da hatte ich halt Conan gefunden. Ja, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja. Dann könnte es sein, dass Benny dann vom Reaktor runtergegangen ist, in Medbay gekillt hat und dann irgendwie weg. Das könnte sein. Also ich habe halt Benny nicht mehr gesehen, weil wie gesagt, das Licht war aus. Das ist doch super riskant. Zu sagen, man war ganz woanders, wenn dort, wo man sagt, dass man war, jetzt gerade jemand war und sagen könnte, hey, du warst gar nicht hier. Und gerade im Lockerroom, glaube ich. Hat er das jetzt verpeilt oder macht er das absichtlich? Jetzt muss ich unbedingt. Du das noch zu wenige Informationen, muss ich gestehen. Muss ich unbedingt gleich. Ja, fragen. Aber. Ja, gut, lange, okay. Ich war halt auch lange mit Benny am Reaktor, deswegen. Dann würde ich tatsächlich. Gibt halt auch nichts was vor. Das muss ich unbedingt. Ja, ich hätte auch gleich fragen. Aber. Okay. Wir haben nicht mal die Hälfte der Tasks voll und. Der Imposter musst du noch 2 killen. Ja, aber es ist besser, als jetzt random jemanden rauszuvoten. Ja, Benny votet sich einfach selbst. Ja, das hatte ich auch gesehen. Ein Ausfall okay. drauf. Alles klar. Chillig. So, ja, ich bin ja schon an Tasks. Ich habe noch ganz viele. Ich weiß, ich bin ein Geist. Ich bin ja dabei. Hallo? Muss ich da Nutzen klicken? Ach so. Da oben. Jetzt ist hier wieder was. Ja, Leute, 10 Sekunden. Ich kann es nicht machen, ne? Ja, geil. Easy. Ich muss dich jetzt mal sofort was fragen. Ist es nicht super riskant zu behaupten, dass man ganz woanders war, wenn der Ort, den man als Leichenfundpunkt wählt, wenn da gerade jemand stand und sagt, hey, da war doch gar niemand? Das ist super risky, ja klar. Denn du hast mich definitiv nicht in Medbay gefunden, du hast mich gerade in Office gekillt. Korrekt. Du hattest nämlich das Licht. Er hat das Licht wieder angemacht und ich habe ihn da gekillt und ich dachte so, ja, falls jetzt jemand gerade auf dem Weg war zu Lights und mich da vielleicht irgendwo noch gesehen hat, dann sage ich lieber, ich war ganz woanders, als ich die Leiche gefunden habe. Das war so meine Logik.
Ich dachte mir dann in dem Moment, wenn jetzt gerade jemand in Medbay gerade steht und sagt, hey, wie dann soll eine Leiche gewesen sein? Ich habe einfach darauf gebunkert, dass A, da niemand steht und B, ich dann sagen kann, ja, das Licht war ja noch aus oder das Licht war ja gerade erst wieder angegangen. Es hat ja auch funktioniert. Es hat keiner dich gesehen. Aber das fand ich, dachte es erst, entweder hast du es verpeilt oder das war Absicht. Und dann dachte ich, aber du bist ja eigentlich schon ein Profi in dem Spiel, dass das schon eine Strategie ist. Okay. Also, Self-Report war schon sehr plausibel, aber es war halt entweder er oder Benny. Und Benny war halt schon öfters, also hätte mich nicht gewundert, wenn er ein viertes Mal. Das Ding ist halt, ich hätte den Self-Report in der Runde noch nicht mal gebraucht. Also, ich hatte mir vorher überlegt, wenn ich Imposter werde, dann mache ich auf jeden Fall nach dem zweiten Kill einen Self-Report, damit ich quasi diese Task-Execution stoppe, also damit ihr nicht eure Tasks wieder fertig kriegt. Aber da ich habe dann als das Meeting anging, hatte ich halt gesehen, dass die Tasten noch nicht mal fertig waren. Kam ich mir ziemlich dumm vor, ehrlich gesagt. Das Ding war, ich war schon mit der Hälfte fertig. Ich weiß nicht, was die anderen gemacht haben. Kann ich auch nicht zu sagen. Ich war relativ schnell tot, bevor ich mit meinen Tasks anfangen konnte und dann als Geist halt. Ich war mit Simon Says erstmal beschäftigt und dann habe ich eben mit Xehanort zusammen den Reaktor ausgemacht. Das ist richtig. Ich stand da die ganze Zeit brav und hab gewartet, dass du fertig wirst mit dem Simon Says, dann haben wir den ausgemacht. Ja. Und währenddessen ist mein Kill-Cooldown runtergelaufen. Ah ja, was ich auch gemerkt habe, als ich Imposter war, das wusste ich gar nicht, dass der Kill-Cooldown, wenn man ventet, nicht runtergeht. Nee. Sonst wäre das so einfach. Ich dachte auch so, okay, aber hat nicht funktioniert. Der Kill-Counter geht nicht runter, wenn du im Vent bist, wenn du auf den Admin-Table schaust und wenn du in Communications auf dieses Teil schaust. Ah, okay. Gut zu wissen, falls ich es mal wieder sein sollte. Was statistisch eigentlich jetzt erstmal unwahrscheinlich sein dürfte. Theoretisch wäre jetzt mal Counter dran. So, gucken wir mal, ob es funktioniert. Wir starten die nächste Runde. Ich glaube, ich werde es wieder. Aber wir werden sehen. So. Okay. Ich bin schon mal. Es ist schon wieder dieses. Mission regt mich so auf, ne? Siehst du, hier ist schon wieder so ein Ding, wo ich jetzt nochmal zurücklaufe, weil ich gemerkt habe, hier ist noch was. Ach, das gibt's hier auch. Wie ging das denn? Hier war der Knopf. Blup. Jetzt muss ich das irgendwo verknüpfen. Das ist von vorhin, okay. Ja, gut, da gehen wir doch direkt hin. Easy going. So. Habe ich doch gerade schon gemacht, Guys. Schild, eure Bälle. So, da oben sind 4 Tasks, die machen wir sofort. Machen sofort alle Tasks. Oh, nee. 6, 1, 9, 4, 8. So, dann hier. Steht er denn dran? Warum steht er so schief? Das waren die Blätter, ne? Ja, genau. Ich war mir vorhin dann doch nicht sicher, hab's mir dann nicht getraut, das als Ausrede zu nehmen. Weil es doch nicht die Blätter waren, aber hier sind die Blätter. Ergibt auch Sinn, da wo die Pflanzen sind, sind die Blätter. So, jetzt darf ich vielleicht mal den Task hier machen, den ich vorher nicht machen durfte. Was ist denn das hier? Ach, der Upload. Lauf! Nein! Hallo? Okay, man darf den nicht unterbrechen. Lauf schneller! Oh, da kam ein Blauer hoch. Macht der Blaue auch nur Upload? Okay, der Blaue macht auch nur Upload. Puh. Die leben alle noch? So, ich gehe mal die Diagnose. Soll ich mal hier gucken? Nee, ich gucke hier nicht. Ich mache erst meine Tasks. Aber mir bringt es überhaupt nichts, da zu gucken, weil das ist. Das bringt mir nichts. So. Jetzt haben wir nur noch da. Es ist halt so weitläufig. Man läuft so 3 Jahre. Ach komm, sabotiert. Ist aber eins gleich hier, ne? Ja, genau. Ist zum 4. Mal Imposter? Ist nicht?
Oh, wenn Com disabled ist, sieht man den Log. Ne- oh, das muss ich nutzen als Imposter. Ich wollte gerade Emergency-Button drücken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Benny ist. Gut. Weil okay. Er ist mir gerade auf dem Balkon entgegengekommen. Yes. Und der Wente ist gerade, hat sich noch ein bisschen bewegt. Okay. Deswegen, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es Benny ist. Ja, das ist für mich ehrlich gesagt schon Aussage genug. Also ich vote jetzt auf Penny. Ja. Ich denke mal, es geht recht schnell. Ansonsten kann ich noch sagen, ich schließe auf jeden Fall Rasierer safe aus. Ich war die ganze Runde mit ihm zusammen. Ja, okay. Ich habe ihn auch auf. Ich kann Counter halt fest ausschließen, ich war mit die ganze Zeit mit ihm. Ja, dann ist es ja schon im Ausschlussverfahren schon Benny, okay? Gut gemacht. Wow. Gut gemacht. Ich habe zu schnell gedrückt. Benny tötet mich gerne, habe ich den Eindruck. Nein. Wer nicht? Aber tatsächlich, viertes Mal Imposter jetzt schon. Interessant. Ja. Hat Benny nicht schon das fünfte Mal? War schon das fünfte? Nein, vierte. Nee, vierte, ne? Weil also vierte. Ich habe jetzt drei und er hatte drei und jetzt hat er vier. Also kommt jetzt meine vier. Nee, war immer noch nicht. Kommt meine sechs. Erstmal kommt deine 5. Wer weiß, jetzt kommt meine 60. Oder das. Okay, wollen wir gleich weitermachen? Oder wollt ihr noch was ändern? Wir sind nicht erst im Part beenden oder so. Ne, wir sind erst bei 36 Minuten, das war eine schnelle Runde. Ja, ja, okay. Dann machen wir noch eine. Da geht noch eine Runde also, rein. Es wirkt relativ fair bisher, ja. Ja, ja. Okay, mhm. Let's go. Mal gute Einstellungen. So. Tatsächlich wieder der Benny, ne? Passbar. Okay, Besatzung. Okay, wieder die Startrampe. Zack. Raus da. Dann. Oh, das ist immer so. Oh, ich mag das nicht, wenn es so weitläufig. Also, ich muss sagen, Mira HQ ist einfach eine Map, die gefällt mir persönlich einfach nicht so. Weiß, wie es den anderen da geht, aber Mira HQ ist so eine. Irgendwie so eine Stress-Map. I don't know. Okay, alle drei machen Simon Says. Okay, interessant. Benny kommt hoch. Ich würde ja gerne beobachten, so ein bisschen, ne? Aber ich will auf meine Tasks weiter. Ja. Ist es wieder Benny? Nein. Er hat einen Stack-Kill gemacht. Ich wollte gerade das Simon Cesar machen. Die Leiche hat sich noch bewegt und du hast gerade einen Report gemacht, weil da war ich gerade. Nein. Moment, nein, was? Lass mich mal kurz hier. Nein. Kurz. Okay, ich lass dich aussprechen. Also. Counter kann mich safen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen. Ich habe auch da die Meldung da gehabt, dass ich auf Benny Boy warte. Eine Sekunde mal, wo war der Kill? In Reaktor, bei Simon Says. Scheinbar direkt vor Simon Says. Da stand gerade eine Traube, dann kam Benny Boy dazu und dann kam der Kill. Da stand ich gerade. Ich bin da also nämlich gerade runtergelaufen. Ich war gerade beim vierten Durchlauf und der wer hat genau jetzt gerade, da wer hat jetzt gerade so ganz schnell aus diesem aus dem Stackkill herausgemeldet? Wer Benny war der gemeldet hat? Reggie, ne? Nee, Benny hat gemeldet. Benny hat gemeldet. Ich habe schon gedrückt, aber Benny kam mir zuvor. Ich war gerade mit dem Simon Sesting fertig. Du hast dann gesagt, dass es Benny war. Das war das. Okay. Ja. Also das Menü hat sich gerade geschlossen. Ich habe gesehen, Benny stand da, da lag eine Leiche. Hier Report drücken. Report Button. Ich wollte gerade drauf drücken. War zu spät. Die Leiche hat sich wirklich noch so ein bisschen bewegt. Also es kann doch Benny sein, weil ich habe niemand anders gesehen. Es muss er sein. Ja, aber du hast ja gerade gesagt, es war ein Stackkill. Wieso kann es dann nur Benny gewesen sein? Ja. Wie meinst du das? Außerdem habe ich dann noch... Im Stackkill sind ja mehrere beteiligt. Also da kann ja jeder aus der Gruppe gewesen sein. Ich erinnere mich leider überhaupt nicht, wer da sonst noch war außer mir. Das ist das Problem. Ja, also, sorry. Wie gesagt, ich war ganz woanders und ich kann 100% okay. safe sagen, dass ich diese Meldung hatte, dass Benny jetzt gerade gescannt wird.
Von daher, da wir nur einen Imposter haben, wüsste ich jetzt keinen Grund, warum. Ach, ist der Scanner wieder so ein Ding, womit man sich safen kann, oder wie? Ja. Ja. Okay. Ah. Also meinst du, es muss jemand vom Stack gewesen sein? Also, wenn es nicht Benny ist, dann ist es sehr komisch. Also, wenn ich jetzt das wirke, ihr könnt mich rausvoten, aber was ich hier sage, ist die Wahrheit, wirklich. Okay. Ich hab halt... In meinen Augen kann es nur Benny sein. Ich hab halt nur ganz klein gesehen, dass nur du, Regi, und Serhan und Rasira dort standst. Und dann habe ich einfach Rasira umfallen sehen. Serhan habe ich gar nicht mehr gesehen. Ja, also es war die Dreiertraube, bin ich vorbeigelaufen, dann kam Benny mir entgegen durch dieses Kontaminierungsding und ich bin das Kontaminierungsding runter und dann kam der Report. Ich hatte gerade den Task offen, deswegen habe ich da leider nichts von gesehen, ist das Problem, deswegen war ich immer so verwirrt. Ja, also denke ich, ist Regi. Warst du auch noch beim Simon Says, Serhan? Ja, genau, ich stand mit auf dem Stack, das hatte ich ja vorhin gesagt. Okay, dann bist du es, wenn Benny jetzt wirklich gescannt wurde. Aber wie gesagt, ihr könnt mich rausvoten und wenn es dann weitergeht, dann würde ich sagen, okay. Votet ihr für Serhan. Ich habe jetzt das Angebot mal angenommen, weil ich checke ja auch nichts. Oh gut. Da ist geskippt gewotet worden. Ich habe mal geskippt. Regi war für mich sass, aber nicht sass genug. Nicht sass genug. Man weiß nie, ob man sie richtig entscheidet. Das ist so schwierig, ne? Mein Hinterher ist man immer schlauer. Aber Regi war für mich noch nicht sass genug. Ach, die Gießkannen. Die war. Ach so. Ah, die muss man immer suchen. Ah, ich verstehe. Die ist immer woanders. Okay, I see. Oh nee, das dauert immer so ewig, dabei sterbe ich doch gleich wieder. So. Dann noch die Gießkanne gießen. Okay, das muss man wirklich nur anklingen, das geht ja fix. Was ist das denn? Oh. Erstmal hi. Also Benny ist es nicht. So viel zu Benny. Ja. Okay, also Ich weiß nicht, ob ich Reggie eben irgendwie aus so einem Vent rauskommen hab sehen. Sieht man da noch irgendwie so eine Animation von diesem Vent? Ja, so eigentlich schon. Ja. Da wäre eine kleine Animation. Glaub, der Vent bewegt sich quasi. Ich hab dich gar nicht gesehen. Bin ich an dir vorbeigelaufen oder was? Ja, das ist jetzt schon eine Weile her gewesen. Okay. Also ich habe leider keinen von euch gesehen. Ich war noch beim Reaktor. Also ich war da über Cafeteria, da habe ich... Können wir erstmal drüber reden, wo Benny lag? Für die Task. Gute Idee, das ja. Würde mich auch mal interessieren, ja. Moment, ich muss mal gerade die Karte nochmal öffnen. Das war irgendwo da oben. Und zwar... Ich glaube, Office heißt das. Weil ich war gerade in Greenhouse jetzt, als der Report kam. Und vorher war ich in Admin und habe Benny noch gesehen. Dann war es Office, das links unter Greenhouse. Okay. Wer ist denn dann? Ist der, okay, toll. Und wer also muss irgendwer von unten gekommen sein. Muss jemand von unten gekommen sein, ja. Oder du warst. Aber. Nein, ich habe irgendwie Platz gegossen und dann bin ich rüber zu dem, den ich noch nicht machen konnte, den Task. Ja. Ich glaube, das ist ein Wire, ich weiß es nicht, was es ist. Aber der blinkt auf. Der ist im linken Bereich von Greenhouse. Ich habe den noch nicht angeklickt, ich weiß nicht, was Counter, es ist. Wo genau hast du Reggie gesehen? Ja, das war noch ganz woanders. Da war noch rechts irgendwo. Er hat das mit dem Kill gar nichts zu tun. Ne, ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also bei dem Cafeteria-Vent. Wann war das? Ganz am Anfang, da war ich beim Vent, weil ich da diese Task hatte, um da den Müll zu entfernen. Mhm. Und dann bin ich zu... Ja, durch den Locker-Room gegangen, bei Contamination, da hatte ich noch eine Wiring-Task. Hm. Und als ich gerade fertig war, kam der Report. Und wann war ungefähr der Kill? Der Kill war nicht am Anfang, richtig? Weil irgendwer meinte doch gerade, dass er... der Kill muss ganz knapp jetzt gerade erst gewesen sein, weil Benny war noch in Admin mit mir. Ich meine, dass das Benny war. Also mein Angebot steht noch... Weil ich schon Angst bekommen hatte. Es kann nur entweder ich oder Xehanort sein... Deswegen könnt ihr einen von uns rausvoten und
wenn es weitergeht. Ich überlege gerade, ob irgendjemand ich bin mir da halt nicht sicher. Ich meine, Reggie, du meintest, wir standen zusammen auf dem Stack. Du hattest doch auch das, das Simon Says Fenster offen. Ja, aber ich war gerade fertig. Ich habe dich leider nicht gesehen. Okay. Also und du hast... Du warst also fertig. Und wen hast du da gesehen? Also du hast mich nicht gesehen und du hattest Benny damals gesehen, meintest du, ne? Du hast Benny gerade die ganze Zeit vorhin beschuldigt. Wo war... Ja. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wo war Conan? War der auch in der Nähe von dem Stack? Das weiß ich nicht. Ich bin, wie gesagt, ich war da gerade in dem Decontamination-Ding. Benny ist mir da entgegengekommen. Weil, wie gesagt, für mich ist das leider halt alles blind, weil ich das, wie gesagt, leider nicht gesehen habe. Also wen hast du jetzt gewotet? Ich. Xeon. Okay, dann wurde ich. Oh. Okay, dann muss ich gegen voten, sorry. Wie gesagt, ich glaube immer noch nicht, dass du es bist, aber naja. Ich habe gerade entweder Xeon hat gesaved oder den Imposter gesaved. Oh mein Gott. Aber hätte ich jetzt nicht für Reggie gewotet, wäre Xehanort rausgeflogen. Oh mein Gott, ey. Hey, habe ich den Task nicht fertig gehabt? Bin ich jetzt dumm? Hey, ich dachte, ich habe den gemacht. Was ist jetzt das jetzt alles hier eigentlich schon wieder? Ach, Reaktorschmell! Scheiße! Geht da jemand hin? Ich bin da gar nicht. So schnell komme ich da nicht. Oh Gott, Gott sei Dank. Dann ist es Xehanort. Bin ich mir relativ sicher. Also ich bin gerade in dieses in diese Luftanlage da gegangen. Hab dann noch, während die Tür zu war, gesehen, wie dieses Vent gewackelt hat. Und als ich dann in die Lüftungsanlage reinkam, lag dann da Reggie. Ich hasse die Situation, in der ich jetzt bin, weil ich jetzt sozusagen... Oh nein. Ich hab... Scheiße. Weil ich jetzt... Mehr oder weniger die Entscheidung... Ich hab... Verdammt. Ich bin mir echt... Counter macht schon gerne Self-Reports. Das ist ein bisschen... Ich meine... Woher soll ich denn wissen, dass Benny gerade gescannt wird? Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst als Imposter oder nicht. Das Problem ist, ich habe bei dem scheiß ersten Kill nichts gesehen. Sonst könnte ich jetzt wahrscheinlich klipp und klar sagen, okay, Conan stand da. Beim ersten Kill war ich meilenweit weg. Okay, Conan stand nicht in der Nähe vom Stack und dann könnte ich halt sicher sagen, okay, dann muss es ja jetzt irgendwie ein Self-Report von ESO gewesen sein. Aus meiner Perspektive, aber. Ich muss jetzt halt echt überlegen, wen von euch beiden ich kann's halt nicht. Für mich war es bisher die ganze Zeit Reggie, der war für mich saß, jetzt ist er tot. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich habe schon wieder auf den Falschen gesetzt. Ich dachte halt die ganze Zeit, dass es Reggie nicht ist. Und weil... hätte ich jetzt gerade in der letzten Abstimmung nicht ganz schnell noch auf Reggie gewotet, dann wärst du rausgeflogen übrigens. Weil du hattest zwei Votes und er hatte einen. Ich habe den zweiten noch bei ihm gesetzt. Wie gesagt, ja. Conan. Danke schon mal dafür. Ich hoffe, dass ich nicht dem Imposter da geholfen habe. Boah. Das Problem, vor dem ich jetzt stehe, ist halt, ich habe die ganze Zeit schon befürchtet gehabt, dass es halt. Deswegen dachte ich halt auch zuerst, also. Aber. Counter, wo lag denn die Leiche? Haben wir das jetzt gerade schon gesagt überhaupt? Ja, in diesem Lüftungsding da, wo die Gase da kommen, dieser Durchgang. Okay. Aber davon mal abgesehen, Xehanort ist hier der größte Pro-Player. Ja, das ist mein Problem auch gerade. Ja, aber ich habe Ich habe halt selber kein blasses Schimmer, das ist das Problem. Das ist halt die eine scheiß Runde, in der ich mal nicht an dem Access-Log stand. Ja, weil dann das Ding ist auch, wir hatten gerade, weil ich erstmal zwei scheiß Runden zu dem Simon Says. Das ist das Problem bei mir in dieser Runde. Du hast, als du jetzt gestartet hast, Counter, du hast sofort gewotet, wahrscheinlich Xehanort, ne? Ja, weil... In anderen Worten, wenn ich jetzt auf Xehanort gehe, fliegt er raus und wir haben entweder gewonnen oder verloren. Oh mein Gott. Wir haben dann gewonnen. Also wenn du es nicht bist, Conan, dann haben wir gewonnen. Du
Boah, es ist total schwierig. Ich habe einerseits das Gefühl, du willst mich dazu bringen. Aber ich... Ich habe jetzt einfach irgendwas gewotet. Woher sollte ich es denn... Scheiße, wissen? Mann. Ich vertraue dir, Counter. Ja, Gott sei Dank. Danke. Richtig gut, ey. Ich bin absichtlich in die Falle gegangen. Ich wollte Suizid begehen. Einfach damit ich geklärt bin. Damit ihr das muss klären sein. Das war scheiße, dass Reggie der da rumgelaufen ist, weil ich musste die erste Person killen, die zum Reaktor geht, und das war dummerweise Reggie. Ich hätte es lieber gehabt, wenn es jemand anders gewesen wäre. Aber wieso musstest du die erste Person killen? Ja, weil ich musste verhindern, dass sie den Reaktor ausmachen. Naja, du kannst ja damit auch verhindern, dass wir die Tasks weitermachen. Also ich hatte schon. Ja, aber dann hätte jemand ein Emergency Meeting gecallt und dann wäre ich nämlich sowieso rausgeflogen, glaube ich. Ja. Ach so. Hm. Also für mich war Reggie eigentlich noch sass. Ich habe immer gesagt, so Reggie verhält sich sass. Also eigentlich, ja, also meine Strategie war jetzt eigentlich, wäre jetzt eigentlich gewesen, wenn ich jetzt nicht dummerweise Richie hätte töten müssen, wäre meine Strategie gewesen, ich hätte den Erstbesten getötet, hätte sofort einen Report gecallt und hätte das so hart Reggie in die Schuhe geschoben, dass der nicht mehr gestanden hätte. Deswegen bin ich dahin gelaufen. Sorry, Benny, ich habe Xehan wirklich nicht gesehen. Ich stand die ganze Zeit auf der Stelle, hab gewartet, bis mindestens drei Leute auf den Stack sind und hab dann auf den Kill-Knopf gedrückt. Aber dann habe ich tatsächlich mit dem Vote auf Reggie das Ganze nur verzögert. Eigentlich hättest du schon rausfliegen können. Verdammt. Ja. Also im Prinzip bist du alles schuld, Conan. Ich habe mal wieder mitgebaut, ja. Ja, ich hätte nicht für Reggie voten sollen. Das ging am Ende auch wieder viel zu schnell, dass da Leute plötzlich mich gewotet haben, fand ich, aber okay. Ja, das hat mich eben auch so gewundert. Für mich war halt Reggie sass und nicht du, deswegen bin ich dann schnell noch auf ihn gegangen. Hätte ich geskippt, wäre es auch halt vorbei gewesen. Also ich dachte halt am Anfang, mein Plan geht auf, weil ich hatte halt den Benny noch ankommen sehen und ich dachte so, ja, jetzt drücke ich auf den Stack und dann denken natürlich alle, Benny war es, weil er gerade ankam. Mhm. Ja, hat aber auch funktioniert, weil Reggie war, das war das Erste, was Reggie gesagt hat. Benny ist schon wieder ein Poster. Und dann kam Counter mit, ja, nee, ich kann den clearen und dann dachte ich mir schon so, oh shit. da habe ich nicht mit gerechnet. Kann der Imposter dieses Clearen sehen oder nicht? Nein, aber er kann natürlich sehen, dass du auf dem Ding stehst und dann einfach sagen, ja, du bist geklärt. Nee, aber ich meine, Count hat ja gesagt, das war jetzt sein Argument, dass er als Imposter es gar nicht hätte sehen können, ob Benny geklärt ist oder nicht. Nee, genau, also du kannst diesen Waiting Screen nicht sehen, aber du kannst ja als Imposter einfach sagen, dass du ihn gesehen hast. Ah, okay. Puh, okay. Also... Das war, also man kann als Imposter da Leute klären, das ist dann halt fake. War eine knappe Geschichte, aber es ist so schwierig, sich richtig zu entscheiden, mein Gott. Ja. Okay, ja, an der Stelle, 50 Minuten sind wieder rum, ich denke, den Part können wir hier abschließen. Und dann schauen wir mal, was wir im nächsten Part machen. Erstmal danke fürs Zuschauen, danke fürs Killen. Mehrfach. Mhm. Immer wieder gerne. Und tschüss. Ciao. Oh.